Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Akasone Zeit. Mein Name ist Daria Hassan und ich möchte euch heute den Fortschritt unseres Baus der neuen Unternehmenszentrale in Darmstadt zeigen und euch über die Baustelle führen. Kommt einfach mal mit, wir gehen jetzt ins Bürogebäude. Ja, heute geht es hier gerade rund und zwar werden heute die Stützen, die Betonstützen für unser neues Test- und Validierungszentrum geliefert. Hier sieht man zum Beispiel eine auf dem LKW, da drüben stehen schon welche. Und zwar eine dieser Stützen wiegt ungefähr 23 Tonnen. Das entspricht in etwa, um sich das mal vorzustellen, etwa 20 kleinen elektrischen i3 von BMW. Wir laufen gerade durch das noch etwas zugige Erdgeschoss unseres neuen Bürogebäudes. Was wir hier sehen, die grünen Rohre, die aus der Erde rausragen, da kommen unsere künftigen Duschen hin in unseren Sozialräumen bei der Akasol. Und wenn wir ein Stückchen weiterlaufen, sehen wir schwarze Rohre, die aus der Erde rauskommen. Dort werden später die Leitungen verlegt. Und ein kleiner Fakt am Rande, also insgesamt werden hier auf unserer ganzen Baustelle etwa 100 Kilometer Leitung gelegt, was ungefähr der Entfernung entspricht von Darmstadt nach Heidelberg und wieder zurück. Wie man sieht, fehlt hier noch das letzte Stockwerk und das Dach, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft kann man sich schon die Einzel- und Gruppenräume vorstellen. Wir werden hier ein Campus-Feeling schaffen mit Open Spaces, damit die Mitarbeiter auch Platz für Kreativität, für agiles Arbeiten haben. Und jetzt, da das Dach noch fehlt, haben wir einen guten Einblick in unsere neue Produktionshalle, die da drüben entsteht. Und ich würde sagen, wir schauen sie uns jetzt gleich mal genauer an. Ja, das hier ist das Herzstück unseres neuen Standortes in Darmstadt. Wir befinden uns hier in der Produktionshalle, in der dann später die teilautomatisierte Serienfertigung für unsere Hochenergiebatteriesysteme angesiedelt werden wird. Aufs Dach kommt eine PV-Anlage hin. Was wir hier sehen, sind die vorbereitenden Arbeiten für das Eingießen der Bodenplatte. Darüber kommt ein Dach hin, auf dem unsere Photovoltaikanlage dann angebracht wird. Sie hat eine Maximumleistung von etwa 700 kVA. Und um sich das mal vorzustellen, mit dieser Leistung könnte man bei gutem Wetter etwa 3000 Fernseher und 3000 Kühlschränke betreiben. Also was wir hier unten sehen, sind die Vorarbeiten für die Errichtung der Akasol-Parkplätze. Zum Verkehr ist zu sagen, wir haben im Vorfeld mit der Stadt Darmstadt ein Verkehrskonzept entwickelt zur Erschließung dieses neuen Gewerbegebiets. Und auch, um dafür zu sorgen, dass auch die Nebenstraßen mit dem aufkommenden Verkehr entlastet werden. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen guten Überblick geben über den Fortschritt unseres Baus. Und wer das weiterhin nachsehen möchte, kann es auf unserer Website tun. Dort haben wir zwei Webcams, die jeden Tag Live-Bilder von der Baustelle senden. Und ich gehe jetzt nach Hause ins Trockene. Bis bald.